So, hallo und herzlich willkommen heute mal zum Basic Guide oder zum Rotationsvideo Guide zu dem Heiligpaladin. Kurzer Disclaimer dahingehend, wir gucken uns den Heiligpaladin in seiner perfekten Spielweise an. Das heißt, wir gucken uns den Glimmerbild an. Liegt einfach daran, dass der Glimmerbild aktuell das absolute Go-To ist und das auch im nächsten Patch bleiben will. Das heißt, spielt ihr etwas anderes, habt ihr das G dafür nicht, kann es sein, dass bestimmte Heilzauber abweichen. Wir gucken uns das Ganze im Rated und Dungeon an. Wenn was allgemein ist, werde ich darauf nicht genau eingehen. Wenn was speziell situativ nur für den Dungeon oder den Raid ist, werde ich das speziell erwähnen. Und wir fangen jetzt einmal mit den Heilungsspells an. Am einfachsten, sehr plump gesagt, die Flamme des Glaubens. Allgemein, die Flamme des Glaubens macht enorm viel unserer Heilung auf. Das heißt, wir wollen immer möglichst, dass das Ganze auch als Heilung ankommt. Das heißt, ihr macht das normalerweise auf das Ziel, das vermutlich den meisten Schaden reinkriegen wird. Und vor allem ein Ziel, das durchgängig Schaden kriegt. Ja, dass ihr möglichst wenig Überheilung generiert. Im Raid gilt relativ einfach, ihr nehmt den aktiven Tank. Wichtig dabei, der aktive Tank wechselt mal bei den meisten Kämpfen. Ja? Ihr habt normalerweise nicht einen Off-Tank, der immer die Ads dazu zieht, sondern ihr habt normalerweise einen Tank und der spottet dann den großen Haupttank ab. Das heißt, ihr ist doch wirklich gut. Achtet darauf, welcher Tank kriegt gerade Schaden oder im besten Fall achtet darauf, wer hat gerade Aggro und wechselt dann gegebenenfalls die Flamme. Ja, es ist nicht gut, die ganze Zeit die Flamme auf einem Tank zu haben, wenn ihr vielleicht nur die Hälfte des Kampfes den Boss wirklich aktiv tankt, weil dann werdet ihr sehr viel Heilung einfach in einen vollen Tank reindrücken. Das generiert nicht ganz so viel. Im Dungeon gilt es ähnlich. Normalerweise haben wir das Ganze auf dem Tank. Einfach dadurch, dass normalerweise Ads oder ein Boss daneben dran steht, kriegt der konstant Schaden und so wird er konstant geheilt. Es gibt Situationen. Das ist aber viel Absprache, das ist viel Können und das ist normalerweise erst in höheren Keys der Fall. In denen euer Tank keine Heilung braucht, und ein anderes Ziel ist dringend braucht. Und auch langfristig. Gerade bei Bossfights, wo viel durchgängiger Schaden reinkommt. Da könnt ihr das Ganze auch mal wechseln. Ja? Die Möglichkeit ist da. Allgemein seid ihr aber ganz gut auch im Dungeon bedient, das Ding einfach immer auf dem Tank zu lassen. Und dann habt ihr nur einen Tank. Lasst es da quasi drauf. Soweit zur Flamme. Habe ich hier nicht aktiv. Einfach, weil mich das die ganze Zeit nerven würde. Schöner Effekt. Mal. Nervig, wenn es Dauer leuchtet. Gut. Gucken wir uns das nächste an. Glimmerbild wird auch oft gerne als Schokardin bezeichnet. Ne? Es gibt früher den alten Schokardin, gab es schon mal. Das wurde schon mal ein Bild als Schokardin bezeichnet. Liegt, glaube ich, hauptsächlich an dem ersten Talent, was wir einfach nehmen. Ne? Der Heilige Schock. Unser wichtigster Spell, sowohl im Single-Target als auch im AOE. Wenn der ready ist, macht ihr was falsch. Ja? Sobald der da ist, wird er gedrückt. Ihr drückt den sowohl für AOE-Heilung als auch für Single-Target-Heilung eigentlich immer als erstes. Für AOE-Heilung muss man sagen, bedingt wird das hier mehr heilen, die Taschenlampe, die Licht der Morgendämmerung. Aber durch diese ganzen einzelnen Schimmern heilt normalerweise der Heilige Schock mehr. Zieht ihr den in der Priorität auch im AOE, normalerweise vor die Taschenlampe. Ja? Wichtig beim Heiligen Schock. Der Heilige Schock jetzt applied, ne, setzt drauf auf unsere Ziele, die wir damit heilen, Lichtschimmer. Deswegen guckt ihr, besonders im Raid, im Dungeon ist es gar nicht so sehr, besonders im Raid guckt ihr darauf, dass ihr Lichtschimmer nicht auf ein Ziel setzt, das bereits Lichtschimmer habt. Ihr werdet normalerweise nicht in die Situation kommen, zumindest nicht in einem 20-Mann-Raid, dass alle Ziele Lichtschimmer haben. Dazu kommt ihr seltenst, eigentlich gar nicht. Ja, ihr kommt dazu nicht. Ihr werdet nicht in die Situation kommen, dass alle Ziele Lichtschimmer haben und dann setzt ihr es auf ein anderes. Ausnahme ist natürlich, dieses Ziel hat volles Leben, ein anderes hat es nicht. Dann drückt ihr es natürlich auf eins, das schon Leben verloren hat. Aber macht nicht den Fehler, dass ihr seht, eins meiner Ziele hat 40% Leben. Ein anderes hat 60% Leben und setzt auf das Ziel mit 40% Leben den Heiligen Schock, obwohl das schon Lichtschimmer hat und das mit 60% nicht. Normalerweise heilt ihr als Heiler situativ eigentlich immer gerne das Ziel mit dem wenigsten Leben, weil ihr möglichst immer nicht wollt, dass jemand stirbt. Heilungstechnisch wollt ihr möglichst viele Schimmer drauf haben. Natürlich mit dem, Gott bewahre, ihr drückt das natürlich, bevor jemand stirbt. Ja? Also euch kann die Heilung, die am Ende in Details oder in einem Log steht, relativ egal sein. Wenn jemand gestorben ist, dann habt ihr eure Aufgabe verfehlt, ja? Dann verliert lieber ein bisschen HPS und dafür überlebt ihr. Dann könnt ihr den Schock durchaus verwenden. Der Heilige Schock, der Go-To, immer die stärkste Heilung im Single-Target, aber auch im AOE. Dadurch, dass wir das Lichtschimmer aufsetzen, im langen Rennen, im Marathon, auf der langen Strecke über den Kampf, die stärkste Heilung in jeder Situation. So. Jetzt haben wir Licht der Morgendämmerung. Im Single-Target sieht das Ganze ein bisschen anders aus, aber im AOE nach dem Heiligen Schock das, was wir danach drücken. Licht der Morgendämmerung, eigentlich auf Cooldown. Was meine ich mit AOE-Heilung? Ab drei Zielen, die ihr trefft.
Allgemein, wichtig zu sagen, Licht der Morgendämmerung trifft auch nur 5 Ziele. Das heißt, es ist gar nicht so sinnvoll, jetzt in 20, also sich irgendwie umzudrehen und ins Rangecamp zu laufen, nur damit ihr 10 Leute treffen könnt, wenn vor euch 5 Midi stehen, die auch alle verletzt sind. Wird, solange ihr die nicht overhealt, keinen Unterschied in der Heilung machen. Allgemein, positioniert euch normalerweise fürs Licht der Morgendämmerung nicht um, bleibt so stehen und drückt es oder nicht. Normalerweise verliert ihr eher mehr Schaden, wenn jetzt irgendwie ein Kilometer rausläuft und da wirklich lange braucht, viel zu laufen. Das ist so der Hauptfehler. Der andere Hauptfehler ist, den ich immer sehe, ist, man steht mit Milis hier dran. Ja, wir haben irgendwas mit Milis. Ich missbrauche den Mili mal, den Nebenkrieger. So, ihr steht bei dem Nahkampf und dann möchte ich das drücken. Und dann lauft ihr nach hinten raus, um ihn auch noch zu treffen mit der Taschenlampe. Das braucht ihr gar nicht. Die Taschenlampe trifft, das demonstriere ich hier mal. Nehmt mal eine Zahlen. Ziele, die knapp hinter euch stehen und Ziele, die in euch drin stehen. Der Lichtkegel trifft nämlich nicht nur Ziele vor euch, wie das der Tooltip sagt. Er trifft auch Ziele knapp hinter euch. Selbst das reicht. Sehr gut, fast einen Meter vor diesem Trainerkrieger. Und es trifft auch Ziele knapp neben. Ne? Nach vorne ist der Kegel auch eher wie ein Halbkreis ausgeformt. Da geht die neue Animation eigentlich ganz gut. Klar, der könnt ihr ganz gut vertrauen. Die alte war fürchterlich, wer sich da noch dran erinnern kann. Da konnte man nichts abschätzen. Absolut gar nicht. Da musste man wissen, wie das Ganze funktioniert, dass es auch noch nach rechts und links trifft. Und die Reichweite ist zumindest mit der neuen Animation auch ganz akkurat. Sie trifft, ich finde, immer so einen guten halben Meter weiter, als sie eigentlich ist. Ne? Also hört hier auf, in etwa bis hier trifft sie. Muss man einfach wissen, dass ihr da wirklich nicht immer nach hinten rauslaufen müsst. Das ist wichtig für euch, weil wenn ihr nach hinten rausläuft, einerseits haltet ihr natürlich immer weniger mit eurer Meisterschaft, umso weiter entfernt ihr steht. Aber noch viel wichtiger, ihr könnt dann den Kreuzfahrerstoß nicht mehr drücken, wenn ihr nicht genau im Nahkampf steht. Warum ist das wichtig, den Kreuzfahrerstoß zu treffen? Neben der Tatsache, dass Schaden machen immer eine gute Sache ist, sowohl im Dungeon als auch im Raid, Kreuzfahrerstoß ist relevant für unsere Heilung. Und zwar tatsächlich nach diesen beiden Spells, jetzt an diesem Punkt schon und im Single Target sogar als zweites nach dem Shop. Denn der Kreuzfahrerstoß ist für uns keine Damage-Quelle, sondern dank unserem Talent reduziert es den Cooldown unseres Heiligen Schocks. Und weil der aktuell so stark ist, seht ihr wirklich, dass ihr ihn damit immer verkürzt. Immer schön den Kreuzfahrerstoß danach drücken. Wichtig gilt hierbei auch wieder zu sagen, habe ich jetzt bestimmt schon ein paar Mal gesagt, Sonderregelung gilt normalerweise für viele Heilungszauber. Wenn gerade jemand stirbt, Kreuzfahrerstoß im langen Rennen natürlich generiert er quasi dadurch Heilung, aber er heilt ein Ziel nicht direkt. Das heißt, wenn jemand stirbt und ihr braucht erst 2 GCDs, um 2-mal Kreuzfahrerstoß zu drücken, wäre es sinnvoller gewesen, was anderes zu drücken, wenn er bis dahin tot ist, bis dann der Schock wieder ab ist. Dann drückt ihr lieber was anderes und betet, dass er wenigstens noch kurz überlebt und danach vielleicht in der Lage ist, irgendwie wegzuspringen oder einen Tank-CD zu ziehen. Was weiß ich nicht. Also, da wirklich auch im AOE unser drittwichtigster Spell. Guckt, dass der Kreuzfahrerstoß möglichst maximal eine Aufladenummer hat. Drückt ihn natürlich nicht, wenn der Schock nicht auf Cooldown ist. Denn das ist unser großes Ziel, möglichst viele Schocks raushauen. Ja, darum dreht sich dieser komplette Bild. Der komplette Paladin aktuell, da kommt die Heilung raus. Im Dungeon muss man sagen, ist das Ganze nicht ganz so wichtig. Auch das mit den Schimmern hatten wir ja schon gesagt, mit den einzelnen Zielen. Hier gilt grundsätzlich oft, gerade in höheren Keys, ein Ziel muss getoppt sein, damit es nicht One-Shot stirbt. Und oft reicht es einfach, ein einzelnes Ziel zu heilen, auf das demnächst gleich wieder Schaden reinkommt. Denn die wenigsten Dungeon-Fähigkeiten treffen alle Ziele. Sonst natürlich, wenn wir dann auch wieder in so eine AOE-Heilsituation wie ein Raid reinfallen. Gutes Beispiel, und das werde ich wahrscheinlich gleich nochmal bei den CDs anführen, ist Galvus T, ist der dritte Boss aus Temple of Sisrales. Da dann wieder schön nacheinander durchgehen und alle Leute hochheilen. Aber gerade bei 15 kommt ihr ganz oft dazu, dass die Leute schon Schimmer haben, dann ist das nicht so richtig. Gut. Als nächstes haben wir noch den Lichtblitz. Und hierbei gilt ganz wichtig zu sagen, wir haben den Lichtblitz und den Martyrer. Das sind eigentlich unsere 2 noch relevanten Heal-Spells. Und die sind gar nicht so weit weg verankert, wie man meinen mag. Ich fange mal mit dem Martyrer an. Viele Leute haben ein Problem mit diesem Spell, weil er ist nicht klassisch. Es gibt eigentlich kein Pendant bei einem anderen Heiler und viele Leute spielen erst den einen Heiler, kommen damit klar und gucken sich dann die anderen an. Ein richtiges Pendant gibt es dazu nicht. Allgemein. Das Licht des Märtyrers ist unser Hauptspell zur Heilung. Damit heilen wir. Ich kann mich jetzt leider gerade nicht selber heilen. Kann ich das Pferdchen heilen da hinten? Nein, kann ich auch nicht. Vertraut mir einfach. Das Licht des Märtyrers benutzen wir hauptsächlich, wenn wir gerade laufen.
Denn wir können tatsächlich nur den Schock verwenden, die Taschenlampe. Ne? Das Licht der Morgen, wird folgend in diesem Video immer Taschenlampe genannt. Das ist die Spells, die wir nutzen können. Kann das mal aufhören zu proggen? Wieso kann das im Dungeon nie so proggen? So. Damit kann ich weiter im Laufen heilen. Das heißt, es ist erstmal unser Hauptspell, wenn wir im Laufen heilen müssen. Der oft, wenn ihr laufen könnt, seid ihr eh nicht in der Lage, den Kreuzfahrerstoß zu machen, weil dann sind die jetzt irgendwo. Wenn nicht, natürlich der Kreuzfahrerstoß auch wieder vorher, aber auch dazu, ihr müsst halt einfach dran stehen. Gut. Wieso ist das wichtig für uns, das Ganze mit Lichtblitz zu paaren? Relativ simpel. Auf ein einzelnes Ziel gesehen. Das Ganze trifft zwar keine Flamme, aber nur auf ein einzelnes Ziel gesehen. Diese Situation, da werdet ihr unfassbar oft reinkommen, zumindest im Dungeon. Im Raid seid ihr aber auch oft als der Spot-Heiler abgestellt. Ja, bei vielen Boss-Mechaniken, der die Einzelzielmechanik, wenn er ein einzelnes Ziel Schaden kriegt, das hochzuheilen. Auf ein einzelnes Ziel gesehen, drückt Licht des Märtyrers mehr Heilung als Lichtblitz. Ja? Und zwar immer dann, wenn ihr keinen Proc habt. Wenn ihr diesen wunderschönen Proc habt, ne, nicht den hier oben, den hier an den Seiten, und so wunderbare Lichtinfusion, wenn euer Heiliger Schock gekrittet hat, dann macht Lichtblitz mehr Heilung. Als das Licht des Märtyrers, sonst nicht. Im AOE ist es immer noch ein bisschen was anderes, weil ihr dann immer noch die Flamme habt. Das heißt, allgemein mehr Heilung drückt ihr dann mit dem Lichtblitz trotzdem noch. Aber auf ein einzelnes Ziel gesehen, macht der Märtyrer mehr Heilung. Das heißt, auch da ganz oft einfach den Märtyrer drücken vor dem Lichtblitz. Weil bevor ihr den castet, ihr seid schneller durch. Einfach schnell hergeheilt. Problematisch beim Märtyrer, ihr verliert Leben. Ganz problematisch im Dungeon, beim letzten Boss im Schrein des Sturms. In Schrein des Sturms ist es nämlich so, der letzte Boss gibt euch einen Debuff oder einen Buff, je nachdem wie man möchte. Auf jeden Fall kann man ihn despellen. Und dieser Buff verringert euer Leben. Hierzu gilt zu sagen, Licht des Märtyrers funktioniert wie folgt. Nicht so wie zum Beispiel nachher deswegen die Aufrufung. Licht des Märtyrers funktioniert wie folgt. Ihr heilt und dann kriegt ihr den Schaden. Das ist deswegen wichtig, weil es einerseits euch tötet in dieser Situation. Das heißt, ihr habt dann einen geringeren Lebenspool. Dann seid ihr einfach weg. Mit diesen wunderbaren neuen Stacks. Und das andere, schöne, positive Effekt daran ist, wir haben hier den heilenden Schutz gerade bei mir aktiv. Das ist ein Arzerietrade, das sollte bekannt sein. Ne? Haben wir hier im Inneren. Gucken wir mal einmal kurz hier. Heilender Schutz. Das ehemalige Brüders aus Legion immer ganz gerne mit verglichen ist quasi das Mini-Brüders. Ist ein Schild. Das gleiche Konzept gilt für alle Schilde. Ihr werdet oft in Situationen, gerade im Dungeon kommen, im Raid eher weniger, im Raid kriegt meistens der ganze Raid tatsächlich immer konstant Schaden. Euer Tank kriegt Schaden, die Rest der Gruppe gar nicht. Dann könnt ihr ruhig den Tank mit Märtyrer heilen, ohne dass es überhaupt juckt. Denn dieser Schild erneuert sich immer wieder. Und wenn ich jetzt ein Ziel heile, ich hoffe, wir haben schon wieder niemanden da. Glaubt mir das einfach. Wird dieser Schaden vom Schild abgezogen. Dann geht euch einfach nur das Schild weg und auch so zu Sven. Ihr verliert nicht so viel Leben. Heilt ihr dann einfach ein bisschen mit dem Märtyrer, wenn ihr möglichst viel Heilung auf ein einzelnes Ziel ausholen wollt. Ja. So, über den Lichtblitz haben wir per se gesprochen. Das ist quasi unser Film-Move. Lichtblitz. Und der Licht des Märtyrers. Lichtblitz auch ohne Proc. Super guter Film-Move. Heißt, in dem Sinne, wir haben ja gerade das andere alle vorweggenommen. Unser Schock ist auf cooler im Raid. Unsere Taschenlampe ist auf cooler im Raid. Der ganze Raid hat Schaden bekommen. Beide Kreuzfahrerstöße sind raus. Dann nehmen wir das nochmal perfekt. Dann, und jetzt auch ohne Proc, könntet ihr einfach Lichtblitz tun als Film-Move, ja? Da kommt ihr nicht so viel dazu. Ihr castet doch normalerweise nicht zwei in Folge. Sieht das schon, ich krieg's noch gar nicht mehr hin, einen ohne Proc zu generieren. Dann könnt ihr Lichtblitz tun. Ja, also wenn das alles weg ist, wenn der Schock nicht da ist, wenn der Kreuzfahrerstoß nicht da ist, die Taschenlampe ist nicht da, dann Lichtblitz als AOE-Spell. Ja, so als allerletztes. Da ist der Märtyrer gar nicht sinnig, weil er einfach kein wirkliches Leben von der Flamme her transferiert und euch selber noch ein bisschen Schaden macht. Rein HPS war es da nicht so sinnvoll. Gut. Den Teil haben wir. Jetzt werdet ihr euch wundern, ich habe hier noch einen Spell in meiner Leiste und ihr werdet auch noch einen Spell überhaben. Das ist das Heilige Licht. Das Heilige Licht, kurz erklärt, was es macht, es hat eine schöne Animation. Ich mag dieses Buch, ja. Guckt euch mal den Burning Crusade Cinematic an, wer den noch im Kopf hat, das ist ein wirklich schönes Ding. Und da hört's auf. Ja, das Ding ist gut im PvP. Im PvP, wunderschönes Ding. Folgendes Problem mit diesem Spell. Dieses Spell drückt ihr statt Lichtblitz, wenn ihr das Mana braucht. Jetzt ist es so, von all diesen Spells ist der einzige Spell, der Mana kostet, Lichtblitz. Und wenn ihr im Raid schon ein bisschen geheilt habt, im Dungeon
Braucht ihr immerhin ein bisschen mehr Mana oft, aber auch da braucht ihr sehr wenig Mana, werdet ihr feststellen. Nö. Ich habe nie Mana-Probleme. Oder seltenst. Und da kommen wir zu unserem Problem. Heiliges Licht heilt wenig, heilt langsam. Und ich hab's nicht nötig. Ich hab das Mana. Deswegen drückt ihr Heiliges Licht zu 99% gar nicht. Ich kam noch nicht dazu, es zum Dungeon zu drücken. Plupp. Werde ich. Deswegen Heiliges Licht. Nicht der geilste Spell. Für diese einzelne Nischensituation könnte man es noch in die Leiste tun, aber ihr werdet es normalerweise nicht drücken. Ja? Ich hab's im P fürs PvP noch in der Leiste, sonst. Ihr werdet es nicht drücken. Fertig. Gut. Wir hatten nebenbei gerade schon mal den Kreuzfahrerstoß als Damage-Fähigkeit. Gehen wir mal zu den anderen Damage-Fähigkeiten rüber. Gucken uns einmal die Schadensrotation an. Die Schadensrotation ist relativ simpel. Wir fangen erstmal mit Single Target an, weil das Ganze unterscheidet sich nicht so viel vom AOE. Standard-Szenario ist, ihr lauft von irgendwo aus der Ferne ran. Aber das ist erstmal egal für uns, auch wenn wir schon im Nahkampf stehen. Als allererstes und am wichtigsten immer Richturteil. Ja, also ob ihr hier steht oder da steht, ganz egal. Ihr drückt nicht zuerst einen Kreuzfahrerstoß, ihr macht nicht zuerst einen Autotech. Das erste, was ihr macht, sobald ihr Damage machen könnt, Richturteil. Macht am meisten Damage von allem, Richturteil. Nach einem Richturteil, die zweitgrößte Priorität. Wir sind Schockardin, wir wollen möglichst viel schocken. Ich habe gesagt, das Ding soll nie auf Cooldown sein. Nachdem Richturteil kommt, zweitstärkste Fähigkeit im Single-Target. Unser Schock. Heiliger Schock. Bam. Als drittes dann der Kreuzfahrerstoß und damit wieder schön den Cooldown senken. Da kann man sonst auch einmal kurz warten, sonst, ne, das Ganze wird um 1,5 Sekunden verringert. Wenn ihr jetzt die Situation habt, ihr schockt, nur euer Schock hat nur noch eine Sekunde Cooldown und ihr habt nicht zwei Stacks, sondern nur ein Stack Kreuzfahrerstoß, macht es nicht so viel Sinn, den Kreuzfahrerstoß zu drücken. Das wäre eine Situation, in der ihr ganz kurz das Ganze einfach bis zum Schock abwarten könntet, er schockt und danach den Kreuzfahrerstoß. Aber normalerweise ist das dann das dritte. Richturteil, heiliger Schock, Kreuzfahrerstoß. Ihr werdet jetzt aber in Situationen kommen, in der ist alles auf Cooldown. Und wenn alles auf Cooldown ist, drückt ihr Weihe. Auch im Single-Teil drückt ihr dann Weihe. Ist immer noch besser als nichts zu tun. Weihe. Im AOE sieht das Ganze ganz anders aus. Das Schöne ist, AOE habt ihr so gut wie im Raid gar nicht. Und wenn dann meistens auf enorme Entfernung. Da dann auch da eine Weihe nicht so sonderlich sinnvoll. Aber im Dungeon eigentlich immer. Im Dungeon gilt grundsätzlich Weihe, vor allem, es soll immer eine Weihe liegen. Situativ, je nachdem wie viele Gegner ihr habt, kann es sinnvoll sein, das Richturteil noch zu präferieren, ganz besonders, wenn ihr noch ein wunderbares Talent hier habt. Klassiker wäre, ihr spielt mit zweimal unbezähmbarer Gerechtigkeit. Das ist im Damage unser Go-To-Trade. Also der perfekte Bild für Dungeon für reinen Damage sehr eigentlich aus drei Lichtschimmern. Einmal lasst das Licht, zweimal unbezähmbare Gerechtigkeit aus. Hab ich nicht. Aber wäre es theoretisch. Und dann macht ihr wirklich den maximalen Schaden. Ihr kommt aber normalerweise in diese Situation nicht, dass ihr direkt dran teleportiert an einem Edge steht. Ja, besonders nicht im Dungeon. Sondern ihr geht auf eine Edge-Gruppe zu. Oder einen Boss mit kleinen Edge. Und dann seid ihr schon auf Entfernung. Das heißt, ihr beginnt normalerweise zumindest mit einem Richturteil. Dann Weihe. Meistens seht ihr so weit weg, dass ihr auch ein Richturteil, dann einen Schock machen könnt und dann die Weihe. Dann sollte diese Weihe auch nie wieder weggehen. Ja? Normalerweise reicht es, ihr macht dann einfach die Single-Target-Rotation. Weil das meistens reicht, dass ihr dann auch immer noch mal eine Weihe als Film-Move quasi gedrückt habt und sie deswegen liegt. Wichtig gilt aber zu sagen, move der Tank zum Beispiel euch die Ads weg, ist es auch gut, immer die Weihe noch vor den anderen Spells neu zu drücken. Es soll immer eine Weihe unter den Gegnern liegen. Die macht super viel Spaß. Das nächste, was wichtig ist im AOE, wir machen natürlich die Single-Target-Rotation sonst weiter, ganz normal durch, aber ihr schockt nicht das gleiche Ziel zweimal. Ja, das hat einen ziemlich gleichen Grund. Ihr habt diesen Lichtschimmer hier und Lichtschimmer macht nicht nur Heilung, Lichtschimmer macht auch Schaden. Dementsprechend tap-targetet ihr dann einmal durch, ja, und jedes Ziel soll sein eigenes Lichtschimmer haben. Oder zumindest so viele wie ihr hinkriegt, ja. Das heißt, auch da wollt ihr nicht wieder aufs gleiche Ziel zweimal so einen Schock machen, sondern ihr macht das, dann geht ihr zum nächsten, geht ihr wieder zum anderen nächsten und macht auf den Lichtschimmer. Ja, so wechselt ihr dann einmal. Das ist eigentlich die AOE-Rotation und das war's dann auch erstmal. Ihr werdet in Situationen kommen, wo ihr gar nicht heilen müsst, da könnt ihr die so einfach stabil fahren. Ihr werdet in Situationen kommen, wo ihr nebenbei heilen müsst. Da werdet ihr dann das Ganze einfach vergessen und werdet dann den Kreuzfahrerstoß eher schon mal früher drücken, vor einem Richturteil, einfach um zu heilen. Und manchmal auch nur eine Weihe legen. Die ist dann manchmal noch ganz gut. Auch da muss man dazu sagen, guter Mischmasch ist im Dungeon immer gut. Eine Weihe legen macht normalerweise immer Sinn. Den einen GCD habt ihr eigentlich immer. Ja? Also in der Ad-Gruppe steht ihr normalerweise immer, weil sonst heilt ihr weniger, weil ihr müsst den Kreuzfahrerstoß ja irgendwie treffen.
Und eine Weihe legen schafft man normalerweise für einen GCD eigentlich. Jetzt soweit durch. Standard Heil, Spell, Schaden, Spells. Ich denke, so kann man auch schon ganz gut heilen. Gucken wir uns trotzdem nochmal die CDs an. Fangen an mit den Heil-CDs. Und da erstmal das Allerwichtigste. Paladin basiert quasi darauf. Das heißt, gerade in diesem Glimmerbild, es geht alles um unseren CD. Wir haben Zornige Vergeltung und den Heiligen Rächer. Und da, als unsere Standard-CDs quasi, als die kurzen CDs, ist die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, wie benutze ich die? Oder besser gesagt, wann benutze ich die? Und die Antwort darauf ist relativ simpel im Dungeon auf Cooldown. In eurer perfekten Utopie wollt ihr das Ding immer anhaben. Ja, also immer, wenn es gerade breit wird, druckt ihr das. Das wird nicht funktionieren im Dungeon. Ja? Es wird aus folgendem Grund nicht funktionieren. Manchmal steht ihr nicht an Ads dran. Manchmal haben die Ads nur noch 10% Leben, dann macht es nicht mehr wirklich Sinn. Ja? Ihr wollt nicht die Kugeln, ihr wollt nicht die Wings noch laufen lassen, während die Ads gleich sterben und ihr dann Kilometer lang irgendwie zur nächsten Ad-Gruppe wartet. Dann wartet ihr das einmal ab. Und man kann CDs auch rein für Heilung halten. Solltet ihr im Dungeon aber normalerweise nicht. Ihr zieht die und ihr zieht die normalerweise in eurer perfekten Utopie immer zusammen. Und den Heiligen Rächer zuerst, ja? Heiliger Rächer. Hügelchen, zornige Vergeltung. Und dann ab dafür. Die zieht ihr hauptsächlich auf dem Grund aus einem relativ einfachen Grund. Gar nicht heilungstechnisch im Dungeon. Sondern aus DPS-Grund. Ja, das, was wirklich Paladin aktuell so extrem stark macht, ist, Paladin macht Damage. Insanely. Ja, macht wirklich eine Menge Schaden. Das ist schön. Ihr heilt nebenbei auch noch den Kopter, wenn ihr wollt. Und könnt trotzdem noch insanely viel Schaden. Deswegen macht ihr das. Und meistens sieht dann das Ganze spielstilmäßig von euch aus. Ihr habt eine Ad-Gruppe, in der benutzt ihr eure Flügelchen, beide CDs. Und in der nächsten Ad-Gruppe benutzt ihr dann alles andere an CDs, um die irgendwie zu überleben. Oder ihr betet euren Tank an, einfach möglichst klein zu pullen. Ja, möglichst nur drei Ads, das wäre ganz nett nach dem 20-Mann-Pull, der mich gar nicht gestört hat. Aber die drei Ads tun dann weh. Flügel dahingehend zusammen. Wichtig im Dungeon zu sagen, im Dungeon, ihr wollt die immer zusammenziehen, aber... Und das ist ja das gerade, was ich schon angesprochen habe. Heilungstechnisch ist es nicht sinnvoll, die beiden zusammenzuziehen im Dungeon. Im Raid sieht das anders aus, da kommen wir gleich zu. Aber im Dungeon ist es nicht sinnvoll, die beiden heilungstechnisch zusammenzuziehen. Nicht, weil ihr damit weniger heilt, die zusammenzuziehen, sondern weil ihr damit überheilt. Ihr habt nur 5 Ziele zu heilen. Und wenn ihr beide CDs anhabt, heilt ihr so viel. Das braucht ihr nicht. Nie, in keiner Situation. Vorher würden wahrscheinlich noch One-Shots reinkommen, die eure Mitspieler einfach so aus dem Leben ballern. So viel Heilung gibt's nicht. Braucht ihr nie. So in Kiestufen kann man nicht spielen, dass man die beide braucht heilungstechnisch. Sondern ihr zieht die dann nacheinander. Also heilungstechnisch kann es sinnvoll sein, sie nacheinander zu ziehen. Und gerade auch wenn ihr Gruppen habt oder wenn ihr noch nicht so sicher seid, könnt ihr die auch ein bisschen halten. Könnt ihr sagen, ich ziehe die jetzt nicht in der Gruppe, weil die Gruppe danach, vor der habe ich Angst. Ja? Dann bewahrt sie ein bisschen auf. Das ist schlecht für euch, das ist schlecht für, oder schlechter für eure Gruppe. Aber es ist noch schlechter für eure Gruppe, wenn ihr wiped. Obwohl man hier fairerweise sagen macht, macht ihr das für nicht den ganzen Dungeon, wartet ihr immer auf Damage, kann es sinnvoll sein, sie dann eher auf CD zu ziehen. Weil ob, wenn ihr jetzt nur 5k DPS sonst macht und ihr macht sonst overall 20 bis 30k DPS, das macht mindestens einen Wipe aus. Ja? Also in eurer perfekten Utopie auch da wieder immer zusammenziehen. Heilungstechnisch kann es notwendig sein, mit manchen Bossen sie getrennt zu ziehen. Auch egal wie gut ihr seid, das kann einfach passieren, dass ihr an Punkten reinkommt. Genaue Keystufe kann man da nicht nennen. Genaue Bosse kann man da auch nicht nennen. Allgemein, der schwierigste Boss zum Heilen für den Paladin, der die meiste Heilung braucht, ist normalerweise Galvestine. Das ist der dritte Boss in Temple of Sisrales. Aber auch andere Bosse, wie zum Beispiel Korgus, der letzte Boss in Toldagoa. Oder der zweite Boss in Tiefenschlund, der immer hin und her rennt. Tiefenschlund oder so heißt er, glaube ich. Der macht immer so Tobsuchtsanfälle. Das sind die Bosse, bei denen ihr unter Umständen mehr Heilung braucht. Und dann... trennt, zieht ihr die getrennt. Ja, immer wenn Heilung gebraucht wird. Bei Galvestine gibt es keine so richtige Burst-Phase, da haltet ihr sie einfach quasi immer konstant aufrecht. Erst das eine und sobald das andere ausgelaufen ist, drückt ihr dann das andere. Aber allgemein, da könnt ihr sie dann getrennt ziehen und da zieht ihr sie dann auch getrennt. Kommen wir einmal zum Raid. Im Raid sieht das Ganze komplett anders aus. Im Raid, einfach weil ihr da auch mehr Ziele habt und dementsprechend auch mehr Heilung drücken könnt, ist es immer sinnvoll, die beiden zusammenzuziehen. Einfach immer. Wichtig dafür ist, ihr müsst wissen, wann kommt der Schaden rein. Ja, ihr zieht das nicht auf Cooldown immer, wie ihr das im Dungeon macht, sondern, und das müsst ihr, oder solltet ihr am besten für alle Heiler kennen, für Heiler wie ein Disziplinpriester oder ein Paladin ist es einfach ein bisschen wichtiger als zum Beispiel für einen Mönch, aber ihr solltet immer wissen, da kommt der große Schaden rein
und dann zieht ihr sie damit rein, ja? Gutes Beispiel wäre zum Beispiel die Keule der Welle bei Lady Ashenwind. Ne? Die Crippling Wave müsste sie auf Englisch heißen. Da zieht ihr sie und dann haltet ihr da alles gegen, ja? Möglichst nicht in die, in der dann die anderen beiden Druiden ihre Gelassenheit ziehen, aber immer in diesen Zwischenphasen, in den quasi, in den Zwischenphasen haltet ihr sie auf Cooldown, ja? Normalerweise kommen dann immer mal wieder quasi Phasen, AOE-Raid in den ganzen Raid Gruppenschaden reinkommt. Und dort dann die Flügel kombiniert, auch da wieder, erst den Rächer, dann die Flügel, dann haltet ihr erst den einen, Schock, halt den anderen Spieler, Schock, halt den nächsten Spieler und halt da einmal durch das komplette Käsekästchen Gitter durch, halt sie einmal alle hoch. So, soweit so gut. Das ist eigentlich so das Hauptding, das Allerwichtigste beim Paladin mit den CDs. Kommen wir ein bisschen zu den anderen CDs. Und mit denen wirklich müsst ihr nicht sparen, weil, also zumindest müsst ihr im Dungeon damit nicht sparen. Im Raid solltet ihr da mit situativ natürlich schon waren. Müsst ihr im Dungeon nicht sparen, denn immer wenn ihr keine Flügel habt, seid ihr dankbar für alle CDs. Zuallererst gucken wir uns unseren External an. Eigentlich haben alle Heiler außer Schamanen einen External. External für External Tank CD, ne? Ein Cooldown, damit der Tank besser überleben kann, den er nicht selber hat. Am einfachsten ist es wahrscheinlich für euch, ihr springt euch mit dem Tank ab, da ihr diese Situation auch normalerweise nicht habt, die ist utopisch. Und manche Tanks auch einfach keine Lust drauf haben. Tracked Tank CDs, ja? Ich persönlich benutze Exorcist Ray Tools. Das sieht man hier oben einmal, ne? Einmal Exorcist Ray Tools. Und damit kann man CDs tracken. Ich tracke hier oben zum Beispiel gerade noch einen anderen CD, zu dem wir gleich die Aurenmeisterschaft. Da tracke ich, die liegen bei mir hier oben alle. Alle CDs, alle Heiler in meiner Gruppe. Links an der Seite wären alle Tank-CDs meiner Heiler. Das Ganze kann man dann einmal einstellen. Das soll jetzt kein Video noch über Exhaust Raid Tool gehen, deswegen machen wir es einmal relativ kurz. Wenn ich den finden würde unter Raid Cooldowns, dann könnt ihr was anmachen oder könnt auch unten zusätzlich hier hinzufügen. Werden euch angezeigt, ihr wisst, dass sie da sind. Ihr könnt auch Weak Aura nehmen, ihr wisst, dass sie da sind. Wenn der Tank gerade kein Laufen hat und ihr wisst, ihr kriegt den Tank nicht weiter hoch oder ihr wollt euch irgendwie entlasten, weil ihr mehr Schaden machen könnt. Auch das ist ein legitimer Grund, denn das Ganze hat nur 2 Minuten Cooldown. Das klingt nach viel, ist aber relativ wenig, weil ihr habt noch andere CDs und ihr habt in jeder zweiten Gruppe normalerweise diese Wings up. Dann ist eh alles egal. Dann heilt ihr mit einem Spell den Tank eh wieder hoch. Drückt ihr den Segen der Aufopferung auf den Tank normalerweise. Auch da gilt natürlich zu sagen, situativ, wenn ihr ein Ziel habt, das wirklich so viel Schaden gerade einzeln reinbekommt, bei einer gewissen Boss-Mechanik oder so, Königsgruppe zum Beispiel, 3 gute Spot-Team-Mechaniken, und ihr denkt, ihr kriegt den so oder so sonst nicht hoch, drückt das drauf, kriegt der 30% weniger Schaden. Ihr kriegt ein bisschen von dem Damage wieder zurück, 75% klingt auch noch mehr, weil es ist, weil es halt auch nur 30% von dem Schaden sind, die der Spieler natürlich kriegt. Ihr kriegt also ja nicht wirklich den Damage, den er reinkriegt. Also jetzt nicht denken, ihr kriegt 75% von dem Damage, den Tank reinkriegt, das wäre nicht überlebbar. Sondern ihr kriegt den Schaden, den er kriegt und auch den Schaden, den er schon mitigiert kriegt. Ja? Das heißt, der Schaden, den er wirklich, das Leben, das er wirklich verliert, wird euch abgezogen. Davor müsst ihr euch aber nicht so sehr zieren. Ist nicht sonderlich relevant für euch. Im allerschlimmsten Fall sieht man hier auch unten, würde es abbrechen, wenn ihr unter 20% gesundet fällt, aber dazu kommt es normalerweise nicht. Bis hier könnt ihr dann vielleicht mal einen Schock auf euch gesetzt haben, aber meistens ist das irrelevant. Gut. Wieso benutze ich den zuerst und dann gehen wir zum anderen CD rüber? Weil man den anderen CD genauso verwenden kann. Unser nächster CD ist die Aurenmeisterschaft. Und die Aurenmeisterschaft ist modifizierbar beim Paladin. Da kann man 3 unterschiedliche CDs haben. Wir gucken uns nur die Aura der Hingabe an. Hat einen einfachen Grund, das ist die beste in allen Situationen. Ja, das ist mit so einer der Dinger, die ich am Anfang meinte. Ist immer die beste in allen Situationen. Die Aurenmeisterschaft macht grundsätzlich, dass ihr 20% weniger Damage macht, kriegt. Weniger, 20% weniger Damage wäre ganz lit, ganz lustig. Wäre mal wieder so ein guter Hunter-CD, ne? Schön zum Trollen. Die ganze Gruppe kriegt 20% weniger Schaden. Ganz wichtig dafür auch, ist mehr eine Nischensituation, benutzt das jetzt nicht nur dafür. Deswegen habe ich aber den External zuerst erklärt. Ihr könnt das auch als zusätzlichen External nehmen. Heißt, habt ihr einen Tank, der gerade wirklich einen Big Pull gemacht hat, der jetzt als einziger Damage kriegt. Und der kriegt wie ein bekloppter Schaden. Alle seine CDs sind weg und ihr habt den Segen weg und der ist jetzt auch durch. Könnt ihr das Ding auch nur für einen Tank aktivieren. Oder nur für einen Mitspieler. Auch der kriegt dann immerhin noch 20% Schaden weniger. Das sollte man immer ein bisschen im Auge haben. Allgemein ist die Idee von diesem Zauber, ihr wisst, es kommt groß Schaden rein und ihr drückt den. Im Raid ist es normalerweise so, dass ihr ihn auf gar keinen Fall als Tank-CD nehmen wollt. Denn das ist immens. Der Schaden, der dabei rumkommt, ist immens. Natürlich nicht der Schaden, sondern der verringerte Schaden ist immens. Klassisch wäre es normalerweise in guten Raids oder in hochrangigen Raids, dass man sich dabei abspricht, die Heiler das Ganze einteilen oder ein Heal-Offizier das Ganze aufteilt, das Ganze callt oder ihr einfach dann wissen müsst, an welcher Stelle ziehe ich das. Sonst gilt da auch wieder, ähnlich wie mit den anderen Flügeln, wenn ihr im niedrigeren Bereich unterwegs seid, guckt
wo kommt wirklich enorm großer Schaden rein. Dann normalerweise der halt, wo ich nicht meine Flügel ziehe. Und da ziehe ich dann die Aurenmeisterschaft mit. Ja? 20% weniger Schaden ist immens viel. Schützt den ganzen Raid davor. Gerade dieser AOE-Schutz ist aktuell natürlich bei so klassischen Bossen ganz gut. Im Dungeon beispielsweise wäre auch wieder Galvis Tee ganz gut. Da kommt konstant Schaden auf die ganze Gruppe rein. Einfach mal zwischendurch drücken, dann habt ihr kurzzeitig eine Ruhepause, eine Verschnaufpause. Gilt aber wie gesagt für die meisten heilungsintensiven Bosse, die ich vorhin vorgestellt habe. Auch in tiefem Pool der zweite Boss. Gleiches Prinzip. Ihr zieht das, wenn viel Schaden reinkommt, drückt das. Es kommt lange nicht mehr so viel Schaden rein. Und aktuell noch in der aktuellen Season, in der Season 3, habt ihr auch noch die Lehren abgesandten, die das perfekte Beispiel dafür abgeben. Die machen viel AOE-Damage auf einen knalligen Spell. Ja, den ersten, den könnt ihr noch vergessen, aber der zweite, der dann reinkommt, oder der dritte, vor dem schützt ihr euch toll mit der Aurenmeisterschaft. Und gerade wenn ihr es mal hinkriegen solltet, dass die ganze Gruppe wirklich den dritten noch abkriegt, merkt ihr, was für ein starker CD das ist, weil die Gruppe überlebt es dann. Ja? Normalerweise werdet ihr sonst feststellen, uff, Gruppe wird weg. Aurenmeisterschaft da super. Und auch da gilt wieder, besonders im Dungeon, wenn ihr eine Gruppe habt, in der ihr keine Flügelchen habt, ist das ein guter Moment, Aurenmeisterschaft zu tun. Wie zur Hölle habe ich jetzt Flügelchen gebrockt? Ich will so ein Glück auch mal im Dungeon haben, wie ich das hier in dem Video habe. Ich habe sonst nicht so viel Glück. Aurenmeisterschaft, super Ding. Zieht das, also zieht allgemein CDs in diesen Gruppen, in denen ihr keine Flügel habt. Gut. Das war es noch nicht ganz mit CDs. Das war quasi mit unseren Heal-CDs, mit unseren echten CDs. Aber wir haben natürlich noch Death-CDs, ne? Die uns vor dem Tod beschützen. Und da erstmal das einfache, göttlicher Schutz. Das Ding ist OP. 20% weniger Schaden, 8 Sekunden. Eine Minute Cooldown. Wenn ihr dieses Talent mit habt, nur 42 Sekunden Cooldown. Gerade im Dungeon ist das ein sehr beliebtes Talent. Im Raid nehmt ihr immer Herrschaft des Gesetzes mit. Bloß keine Fehler machen. Im Raid immer damit. Im Dungeon ist der Klassiker unbeugsamer Geist eigentlich, obwohl ich auch ganz gerne mit Herrschaft des Gesetzes bei spiele. In letzter Zeit übrigens immer damit gespielt, deswegen schlechtes Vorbild. Dadurch, dass es quasi so wenig Cooldown habt, könnt ihr es quasi immer drücken, wenn ihr Schaden reinkriegt. Einfach immer. Ja, also ihr drückt das einfach immer. Sieht doch schon, dass es so 200 Cooldown aus. Ihr drückt es quasi immer, wenn ihr Schaden kriegt oder kurz bevor ihr Schaden kriegt. Das hat einfach keinen Cooldown. Ja, immer in diesen Situationen, wo ihr gelernt habt, da kommt Raid weiter, viel Damage rein, drückt ihr den göttlichen Schutz. Alles wird gut. Im Dungeon ähnlich. Entweder wenn die ganze Gruppe Schaden kriegt oder ihr nur speziell, ihr werdet gerade von einem Zauber getroffen. Ihr drückt den göttlichen Schutz, alles wird gut. Das nächste oder die verstärkte Variante davon, die gute alte Bubble, Gottesschild, ne? Synonym für Gottesschild Bubble. 5 Minuten Cooldown, 3,5 mit dem anderen Talent. Das Gottesschild ist immens und einerseits natürlich so verwendbar, wie die meisten das schon machen, als Notfallknopf. Ja? Aber benutzt das Ganze nicht nur als Notfallknopf. Vergesst nicht, wenn ihr in einer Situation seid, gerade ihr habt keine Flügel und ihr habt irgendwie das Ganze verpeilt mit allen CDs, drückt das und ihr werdet mehr heilen. Aus einer relativ einfachen Gruppe. Grund. Erstmal, der Gruppe aus 5 Leuten im Dungeon zu heilen, genauso wie im Raid, eine Gruppe aus 19 Leuten zu heilen, da ist der Schwung nicht ganz so groß, aber von 19 ist immer noch leichter als von 20 Leuten zu heilen. Ihr heilt selber euch nicht mehr oder ihr müsst auf euch nicht mehr aufpassen, aber, und das ist wichtig, es ist oft dann egal, Mechaniken zu spielen. Ja? Ihr müsst dann nicht mehr gucken, dass euch gerade irgendwas anspringt. Ihr müsst nicht mehr gucken, dass ihr in irgendeiner Pfütze dran steht. Ihr könnt dann mehr heilen. Ja, ihr könnt dann noch am Boss dran stehen, obwohl das eigentlich gar nicht mehr geht. Dann könnt ihr Kreuzfahrerstoß weiter drücken. Ihr könnt dann trotzdem weiter casten, obwohl ihr laufen müsstet. Ihr müsst dann nicht den Märtyrer drücken. Das sind so Sachen, da ist Bubble wirklich der Go-To und da ist es wirklich oft meistens besser zu wissen, wo sind Mechaniken, die mir wirklich Probleme bereiten und da kann ich das aktiv als CD benutzen und nicht gar nicht so sehr als Notfallknopf, sondern ich weiß, das ist eine schwierige Phase, da ziehe ich das mit dazu. Ja? Also ruhig damit nicht zu sparsam umgehen, drückt das Teil. Ja? Das Teil hilft euch mehr. Und allgemein auch da gilt wieder, sowohl im Dungeon als auch im Raid, heilt ihr weniger, macht ihr mehr Damage. Ja? Also jetzt nicht irgendwie sagen, ja, es reicht aber auch sonst so, ich kann auch so heilen, dann hat es auch gereicht. Das ist richtig, es hat auch so gereicht. Wenn ihr das Gottesschild während des ganzen Kampfes oder in der ganzen Instanz nicht gedruckt habt oder in der Instanz das Ding nur zweimal gedruckt habt, habt ihr es zu wenig gedruckt. Weil dann hättet ihr es irgendwann mal anders drücken können, hättet ihr weniger heilen müssen, hättet ihr mehr Damage gemacht. Diese Logik ist unumstreitbar. Da muss man nicht drüber diskutieren. Gut, Death-CD sind wir fertig. Gehen wir zu Utility und fangen wir etwas an, was man zumindest in etwa noch als Death-CD bezeichnen könnte. Segen des Schutzes. Wir gucken uns unsere anderen Segen an. Segen des Schutzes hat so viele Einsatzmöglichkeiten, dass ich nicht alle aufzählen kann. Das Wichtigste zuerst. Segen des Schutzes ist kein Tank-External. Er sieht so aus, ja? Er sieht so aus, nochmal besser wie ein Segen der Aufopferung.
Neue Spieler neigen dazu oft gerne. Der Tank kriegt viel Schaden. Ich drücke dem Tank den Segen des Schutzes in die Fresse. Problem dabei. Segen des Schutzes, genauso wie Gottes Schild, setzt jegliche Form von Bedrohung zu. Ja? Setzt ihr das auf einem Tank und da sind 5 Ads an ihm, oder von mir aus Raid-Szenario, da ist nur ein großer Boss an ihm, verliert er die Aggro. Und der Boss wird sich jemand anderen suchen. Der haut den nächsten Melee, der daneben steht. Der ist dann tot. Vorteil daran, dass er die Aggro wegnimmt, das können wir auch für unsere Zwecke verwenden. Wer kennt das nicht? Der Unholy DK oder von mir aus auch der Red Paladin oder der DH haben gerade festgestellt, dass sie eine Burst-Taste haben. Ja? Da ist die nächste Ad-Gruppe, die springen da rein. Der Tank hat gerade mal einen Autotech in die Gruppe gesetzt und die ballern da den kompletten Todesschaden durch. Ja? Am besten der DH, der vorher mit der Meta daneben gesprungen ist und deswegen die Ads nicht gestunt hat. Möglichst in die Ad-Gruppe von 40 Mann, da reicht nicht mal sein Lebensraum aus. Drückt ihr das dann auf ihn? Ist das seine Rettung? Weil dann verliert er die Aggro wieder. Klassiker ist sonst, drehen sich um, hauen auf den Melee, tot. In ganz extremen Szenarien kann es passieren, dass ein DD sogar weniger Schaden drücken muss, damit er die Aggro nicht zieht. Ja, das werden die DD-Spieler, die zum Beispiel Unholy Decay in großem Puls mal gespielt haben, wissen. Manchmal muss man einfach aufhören. Man muss wissen, wann man aufhören muss und dann ist es wunderschön, wenn ihr mit eurem Heilig-Paladin reden könnt. Oder wenn ihr als Heilig-Paladin so toll seid und ihn vorher darauf anspricht, weil, glaubt mir, der wird dieses Szenario kennen, zumindest wenn ihr größere Puls macht, dass er aufhören muss mit Schaden, weil er sonst Aggro kriegt oder halt Platz. Und dann setzt ihr das auf ihm und dann ist seine Aggro wieder resettet und kann schön weiter Schaden machen. Der wird euch lieben dafür, ja? Kommuniziert das Ganze ab. Oder oft könnt ihr es auch einfach noch abwenden, indem ihr seht, der hat gerade Aggro bekommen, hat die ersten beiden jetzt noch überlebt und würde jetzt den nächsten nicht überleben, drückt das einmal schnell drauf. Andere Sachen, womit man viel machen kann, ihr könnt mit dem Segen des Schutzes jegliche Art von physischen Effekten blocken, ja? Da steht ja quasi schon drin, es geht um physische Effekte, gegen die ihr immun werdet. Aber das ist enorm viel. Und macht nicht den Fehler zu denken, physische Effekte sind nur Autotags. Physische Effekte sind viele Zauber. Grundsätzlich zum Beispiel alle Blutungseffekte. Blutungseffekte ist ein gutes Wort. Gehen wir einmal in Richtung Dungeon rüber. Obwohl das ja auch schon eher dungeon-technisch war. Blutungseffekte, Beispiel dafür, dritter Boss in Königsruhe. Council der Stämme oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall der dritte Boss. Da gibt es diese nette Frau. Ich gucke jetzt nach, wie sie heißt. Abspalter Tussi wird sie immer gerne von meinen Gruppen genannt. Zumindest mit denen ich nicht im Voice bin. Und die hat einen Debuff, ja? Also normalerweise kennt man das. Sie hat diese wirbelnden Kreise um sich herum. Und die meisten Ideen denken sich, ah, das ist die echte Boss-Mechanik. Nein, das ist sie nicht. Der Abfuck, und das wissen die Heiler unter euch. Ich hoffe, ihr seid alles Heiler. Wenn nicht, cool, dass ihr euch das trotzdem anguckt. Allgemeinwissen etwas erweitert. Cooler die Schlechteren. Die macht ihre Abspalter-Axt. Und ihre Abspalter-Axt auf höherem Niveau, auf höheren Keys, ballert einfach jemanden komplett aus dem Leben. Ja, gerade in Tyrannisch, ne, im Bereich 18, 19, werdet ihr feststellen, das sind 2-3 Ticks, dann ist der Spieler tot. Umso höher, umso schlimmer wird es. Aber auch schon im niedrigen Bereich werdet ihr feststellen, oh, das gegenzuhalten ist schwierig, da brauche ich einen CD für. Wenn das jemand abbekommt, setzt ihr Segen des Schutzes drauf und der Effekt ist weg. Ihr könnt es einfach im Nachhinein drücken, ja? Es gibt ein paar Situationen und ein paar Zauber, da ist das ein bisschen schwieriger. Beispiel wäre im Kronsteck anwesend bei der Herzmann-Triade. Auch bei der Herzmann-Triade gibt es eine, ich glaube, ich habe sogar die richtige, ne? Ich glaube, ich habe hier diese Dornstrauch, diese nette. Ja, ist korrekt, die macht diese spitze Nesseln-Fähigkeit. Das könnt ihr auch mit einem Segen des Schutzes abwehren. Da müsst ihr es aber setzen, bevor der Spieler getroffen wird, ne? Nicht danach, bevor er es kriegt. Setzt es drauf und dann kriegt der Spieler den ganzen Effekt nicht mehr. Neben dieser Tatsache natürlich Autotags zählen weiterhin, ne? Also nicht nur sagen, ich habe nur gesagt, nur physische Zauber trifft das Ganze, trifft natürlich auch Autotags. Und da geht natürlich wichtig zu sagen, es gibt immer diese schönen Fixierfähigkeiten. Mob läuft an jemanden dran. Der Tank kann das nicht abschotten, er läuft immer darauf zu, er macht immer Autotags. Möglichkeiten sind blinde Wut in Freihafen von den ganzen vielen kleinen Zwergpiraten. Andere Möglichkeit im tiefen Pool, ne? Wir haben ja die ganze Zeit den zweiten Boss gehabt, vor diesem zweiten Boss, komplett immer überall um ihn herum. Sind diese, ich nenne sie mal Zecken. Ich finde, sie sehen nicht aus wie Zecken. Sie werden aber, glaube ich, oft als Zecken genannt. Laufende Viecher, die auf jemanden zuspringen und dann an ihm dran kleben bleiben. Da könnt ihr den Segen des Schutzes draufsetzen. Er kriegt gar keinen Schaden mehr. Das so, die Haupteinsatzpunkte von Segen des Schutzes. Es gibt noch mehr. Es gibt ganz viele, viele Einzelheiten, wo ihr viel damit machen könnt. Wirklich, es funktioniert wie eine Bubble, solange es ein physischer Effekt ist. Das Letzte, was ich jetzt noch nenne, bevor wir dann jetzt aber auch mal wirklich weitergehen. Freihafen. Ring der Beute. Wird normalerweise als dritter Boss gespielt, kann man aber auch als zweiten oder vierten spielen. Macht einen Sharknado, den High Tornado.
Auch das könnt ihr euch sonst mal in meinem letzten Video angucken. Ich mache es zwar nicht aktiv, aber ich beschreibe es zumindest. Da habe ich ein bisschen verkackt bei. Ihr setzt das auf einen eurer Melee-DDs und der kann einfach drin stehen bleiben. Dann macht er mehr Damage, ja? Gut, war nicht zwingend notwendig. Er wäre sonst nicht gestorben, er hätte sonst rausgestanden. Aber ihr könnt mehr Schaden rausholen. Ja? Das sind so die Kleinigkeiten, die dann irgendwann wichtig sind. Utility, die viel ausmachen. Gut, das haben wir erstmal soweit fertig. Gucken wir uns eine Utility an, die wir skillen müssen. Herrschaft des Gesetzes. Herrschaft des Gesetzes im Raid bitte immer. Ihr seht, das Ganze hat zwei Stacks. Wenn ihr aktiv haltet und das Ding hat zwei Stacks, könnt ihr es quasi einfach drücken. Denn es erhöht auch unsere Meisterschaft und unsere Meisterschaft bedeutet, wir heilen mehr, umso näher wir dran sind. Das heißt, unsere Reichweite wird erhöht, das heißt, unsere Meisterschaft wird erhöht. Bedeutet per se einfach, ihr heilt mehr. Also dann immer heilen. Besonders zieht ihr aber bitte immer die Herrschaft des Gesetzes, wenn ihr eure CDs an habt. Denn ihr werdet zwangsläufig Leute im Raid-Camp treffen oder Leute, die wenigstens Meter weiter weg sind als Nahkampfreichweite. Denn selbst wenn ihr alle gekuschelt im Nahkampf-Camp steht und ihr hier steht, neigen Rangers dazu, dort zu stehen. Ja? Drückt ihr das, haltet ihr wenigstens Minimum mehr, drückt das einfach mit. Kein Thema. Ja? Löst auch, meine ich, kein... Ne, löst kein External Cooldown aus. Also könnt ihr das immer mitsetzen. Könnt das sogar in Makro reinschreiben, wenn ihr wollt. Wichtig noch dazu zu sagen, zur Herrschaft des Gesetzes. Ihr könnt mit dem Herrschaft des Gesetzes auch die Taschenlampe verlängern. Die Animation verändert sich nicht, aber die Reichweite verändert sich. Geht dann auf 22 Meter hoch, von 15 auf 22. Ne? Da steht 50% drin. In dem Fall sind 7,5. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es 22 oder 22,5 Meter sind, aber es wird verlängert. Die Animation wird nicht verlängert, aber es wird verlängert. Wenn ihr zum Beispiel gerade irgendwie weit weg seid und irgendwie von hinten noch treffen müsst, damit wird es funktionieren. Gut. Gucken wir zu dem nächsten, zu dem wir wenigstens was dazu skillen können. Hammer der Gerechtigkeit. Hot steht nicht für Hammer of Joy. Das Stunt. Ein Stunt ist super. Im Raid quasi fast nutzlos, wie viele dieser Utility-Sachen leider. Aber es ist ein Single-Target-Unterbrechen-Spell. Ja, fast alle Mobs im Dungeon, nicht alle, aber fast alle sind CC-bar. Und wir selber, Tyler, haben keinen Unterbrechen-Zauber, aber wir haben CC. Und CC unterbricht dann normalerweise auch und unterbricht sogar teilweise Zauber, die man nicht normal unterbrechen kann. Dementsprechend nutzt das doch dafür, aber auch außerhalb davon, Zauber abzubrechen. Kann man jetzt dann natürlich so verwenden, da er normalerweise nicht sofort wieder gebrochen wird, sobald man Damage drauf macht. Für die Situation, dass euer Tank ein bisschen Entlastung macht. Oder allgemein derjenige, der gerade von einem Mob angegriffen wird. Ne, auch da wieder, wir haben die Fixieren-Situation gehabt vorhin mit dem Singen des Schutzes. Gleiches Szenario, jemand kommt ran, ich stunne ihn, kommt weniger Schaden rein. Das nächste, was wichtig ist, und da wird es jetzt ein bisschen trickiger. Der Stun selber ist auch gut, noch in Season 3, für die Abgesandten. Denn die Abgesandten, zumindest zwei von ihnen, die der Lehre nicht, sind stunbar. Das ist deswegen wichtig, weil die Enchanted Emissary, die verzauberte Abgesandte, dann einfach stehen bleibt. Tut das, stunt die immer. Und die andere, die der Gezeiten, verliert ihren Teleport, wenn ihr sie stunt und sie ist weiterhin im Stun, während sie stirbt. Dann ist sie einfach plupp weg. Dann war's das. Das nächste Wichtige bei dem Stun ist noch, Stun entfernt manche Fähigkeiten, manche Boss-Fähigkeiten. Ja? Beispiele für Möglichkeiten, wo das ist, das muss man einfach ein bisschen auswendig lernen und wir können jetzt nicht leider gerade einmal alle abgehen. Im Schrein des Sturms beim ersten Boss werden Leute geroutet. Wenn ihr das stunt, ist das weg. Im Tempel von Cesral ist der zweite Boss. Werden Leute gestunt, die sind in diesem Schlangenknäuel. Stunt ihr diese Schlangenknäuel, ist das Schlangenknäuel weg. Super Sache. Funktioniert teilweise auch mit anderem CC. Gerade das Knäuel zum Beispiel kann man sogar als Priester mit dem Lebenssprung da, mit dem Life Grip quasi einmal wegziehen und auch ein Furchteffekt so funktionieren da. Aber Stun immer eine gute Alternative, funktioniert fast immer. Ja. Auch übrigens eine super Sache, gerade Hammer der Gerechtigkeit. Wie gesagt, wir hatten ja gerade schon mal mit Tank aufzugehen. Wenn ihr dafür aimt, wenn ihr eine wütende Woche habt. Ihr spielt halt nicht Rätsel, ihr könnt es nicht runternehmen. Ihr habt dann wahrscheinlich eher unwahrscheinlich einen Hunter oder einen anderen Druiden in der Gruppe, der es runternehmen kann. Könnt ihr gerade, wenn jemand einen Wuteffekt gekriegt hat, ihn stunnen, dann könnt ihr weiter Schaden drauf machen und nimmt extrem viel Damage raus. Ihr könnt das Ganze jetzt skillen, dass ihr es öfter habt. Da gehen wir auch direkt den Übergang weiter mit Faust der Gerechtigkeit. Ihr könnt aber auch andere Sachen in dieser Reihe skillen. Ja? Das ist auch Utility für uns. Wir fangen mal mit dem blendenden Licht an. Das blendende Licht hat hauptsächlich eine Funktion für uns. Es ist ein AOE-Unterbrechenszauber. Ähnlich wie Hammer der Gerechtigkeit. Auch da, manche Bossmechaniken sind auch damit umgehbar.
Zum Beispiel, gutes Beispiel, der letzte oder normal als letzter Boss gespielte Boss, der Harlan, der Schmierige, im Freihafen, hat diese kleinen Ads, die immer an euch rankommen und sich da quasi dschihadmäßig selber in die Luft sprengen. Mit einem Desorient-Effekt, wie dieser einer ist, werden die sofort in die Luft gesprengt. Ja, das heißt, keiner kriegt Schaden, draußen explodiert das Ding eben einfach. Aber, und das ist wichtig, ihr könnt das blendende Licht, und dafür benutzt ihr es meistens, wie den Stun auch als Unterbrechenzauber nehmen. Zwar ist das Ziel danach, sobald es, und das wird es schnell kriegen, Schaden kriegt, wieder bei euch, ne, es ist sofort wieder raus, aber den Zauber, den es gerade gecastet hat, der ist abgebrochen. Und das, es gibt viele, wirklich viele Fähigkeiten, wo ihr das wirklich tun müsst. Es gibt viele, die machen es einfach leichter, werden die blinde Wut heute schon mal beim Segen des Schutzes. Es gibt aber auch Fähigkeiten, da müsst ihr es tun. Ein Beispiel wären zum Beispiel die Auftragsmörder im Riesenflöz, ne, das sind diese Orks in dieser Schurkenrüstung. Diese Orks machen, wenn sie ihre Nadelgeschosse machen, einen immensen Schaden. Ihr könnt das versuchen gegenzuhalten, ihr könnt das wahrscheinlich auch gegenhalten, aber ihr wollt das nicht gegenhalten. Macht das einfach, das wird, sobald die wirklich die Zusatzeffekte des Gifts drauf haben, oder auch wenn ihr irgendwas anderes dazu gepult habt, oder im schlimmsten Fall, es gibt doch ein Pack, das hat normalerweise zwei drin, das wird euch töten. Das haltet ihr nicht gegen. Ja, und wenn nicht, seid ihr wahrscheinlich auf einer zunehmenden Kiestube drin, mit blendendem Licht unterbrechen. Gucken wir uns das letzte in der Reihe an, das ist die Buße. Die Buße ist wahrscheinlich fast das Unterschätzte meiner Meinung nach hier im ganzen, in der ganzen Reihe. Ich nehme es unfassbar gerne mit, wenn ich die Leute in meiner Gruppe nicht kenne. Und zwar, wenn ich keinen einzigen kenne und wenn ich einen niedrigen Kiestufen laufe. Wieso? Das hat den niedrigsten Cooldown von dem allen. Und vor allem, auch wenn das hier, auch wenn ich meinen Richtoteil immer treffe, dann meins dann zu nur 30 Sekunden Cooldown verringern würde. Mein Problem ist oft, ich CC was und ich bin direkt der Nächste danach, der es nochmal CCen muss. Gutes Beispiel ist die Königsruhe, da gibt es diese nette Bestienmeisterin und normalerweise macht die Giftsperrfeuer. Und geht das in die Gruppe, tut das weh. Das hätte ich gerne unterbrochen. Jetzt unterbreche ich das erste Mal und dann kommt es nochmal. Und ich kann mich in der Situation nicht auf meine Mitspieler verlassen. Dann unterbreche ich das ganz gerne und es kann sehr schnell sein, dass sie danach es nochmal drückt. Das heißt, es trifft zwar nur ein Ziel und es hat zwar noch einen Cast-Effekt, ist also wirklich in allen Punkten schlechter eigentlich als die anderen beiden. Es bringt aber die Stärke mit hinein, dass ihr etwas unterbrechen könnt und relativ schnell nochmal wiederbrechen könnt. In der normalen, guten, funktionellen Gruppe ist es meistens nicht so gut, aber da ist es wirklich gut. Und auch da, ihr könnt was CC'en, einen einzelnen Mob quasi, der dann quasi erstmal raus ist. Ihr könnt einen Boss Mob rausnehmen. Das tut ihr normalerweise nicht. Abgesehen aktuell in dieser Season mit den Abgesandten der Gezeiten, die würdet ihr dann aber eher rausziehen irgendwie. Die sind übrigens auch damit CC-bar. Könnt ihr zumindest dann kurz CC'en, wenn es reicht, sie kurz zu CC'en für den ersten Interrupt oder so. Dafür Buße ganz nett. Wichtig ist zu sagen, wenn ihr einen Mob CC't und eure Intention ist es dran vorbeizulaufen, zum Skippen, ne? Das macht man ganz oft mit der Kopfnuss vom Schurken oder mit dem Kerker vom Demon Hunter. Problem bei Buße ist, wenn ihr ein Ziel damit trefft, es wird euch nicht angreifen, aber ihr werdet Aggro davon kriegen. Und sobald der Spaß ausläuft, sobald er ausgelaufen ist, wird der Mob euch daherkommen und ihr seid auch die ganze Zeit weiter im Kampf. Das heißt, es ist keine Option. Ich CC mit Buße, geh dran vorbei und lass den Mob da zurück, weil der wird hinterherkommen. Das ist leider keine Option mehr. Das hat sich geändert, das war in Legion noch anders. Aufpassen, falls ihr schon mal Paladin gespielt habt, das haben sie verändert. Gut. Wir waren gerade schon mal bei den Abgesandten der Gezeiten, von wegen rausziehen. Gucken wir uns noch einen weiteren sehr unterschätzten Utility-Zauber an. Hand der Abrechnung. Zur Hand der Abrechnung gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist ein Spot. Die Leute wissen normalerweise, wie ein Spot funktioniert. Trotzdem drücken sie nicht. Ich bin ja nicht der Tank. Trotzdem, obwohl ihr nicht der Tank seid, gibt es Situationen, in denen hättet ihr gerne zwei Tanks im Effekt Plus. Klassiker sind Anstacheln-Wochen. Da habt ihr gerne einmal den großen Mob, der weggezogen wird von vielen kleinen. Aber, das ist auch nicht zu vergessen, ihr habt aktuell noch in dieser Season 3, ihr seht das schon zu Season 4, die Situation, Abgesandte der Gezeiten stehen in einer Gruppe, in der sie nicht drin stehen dürfen, weil die werden ein Cast-Casten oder wieder eine Gruppe One-Shot. Gutes Beispiel ist vom dritten Boss in Tiefenpfuhl, da stehen zwei, ich glaube Voodoo-Hexer oder so heißen die, so Hexer, so schwebende Geister rum, die machen Schattenblitze. Wenn ihr Glück habt, überlebt ihr eine. Die zweite dann aber sicherlich nicht mehr und ihr könnt ihn nicht unterbrechen und die casten gerne beide gleichzeitig. Das schmerzhaft, das wollt ihr nicht. Deswegen zieht ihr da dann ganz gerne raus. Das ist eine gute Möglichkeit, Spot zu verwenden. Eine andere gute Möglichkeit, Spot zu verwenden, ist nachdem ihr gebabbelt habt. Ja, ist sehr selten wirklich notwendig, aber ist notfalltechnisch möglich. Wichtig dazu zu sagen ist, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, Gottesschild
und Segen des Schutzes nehmen euch die Aggro weg. Das heißt, ihr müsst es erst drücken, danach den Spott. Na, wenn ihr es andersrum macht, wenn ihr erst spottet und dann macht, sofort alles an Aggro weg. Und bedenkt bitte, Spott gibt euch für 3 Sekunden Aggro. Danach müsst ihr gucken, dass ihr der seid, der am meisten Aggro hält, ja? Aber normalerweise, gerade wenn ihr einen Mob rauszieht, wenn ihr ihn wegzieht von einer Gruppe, macht da kein anderer eurer DDs mehr Schaden. Müsste reichen. Gute Mob, den man auch noch rausziehen kann, neben der Abgesandten der Gezeiten, ist aktuell auch noch die verzauberte Abgesandte. Ganz normal Spott, ganz normal wegziehbar, da muss sie keiner wegknockbacken. Ist beim Paladin allerdings ein bisschen kontraproduktiv. Beim anderen Heiler würde ich nur sagen, ja gut, dann macht man ein bisschen weniger Schaden gerade. Aber da ja auch noch weniger halt, eigentlich eher ein doofes Szenario für euch. Nutzt dann besser sowas wie die Schneebälle, aber es wird theoretisch gehen. Und auch da wichtig zu sagen ist, es gilt ähnlich wie zum Beispiel die Bannungszauber vom Priester als einen Angriff. Das heißt, ihr knockt damit auch wenigstens einmal weg, ja. Das ist eine Taste, womit ihr einmal ihn nochmal wegschlagen könnt, wie quasi ein Schock bei der verzauberten Abgesandte. Letzte Möglichkeit wäre, in ganz wenigen Situationen hat ein Tank es gerne, dass er beim Boss abgespottet wird. Auch da wieder kommen wir nochmal zum Häuptlingsstamm da quasi zurück mit den dreien, die wir am Anfang hatten, den Königsruf. Sowas wie ein Monk-Tank übrigens nicht. Da wäre dann auch nochmal eine Ausnahme der Regelung. Der wird das einfach mit Spaß dodgen. Dieser Genosse hier neben dem Charge kitet euer Tank manchmal, ja? Da muss der Tank wegrennen. Da könnt ihr dann einfach quasi so ein bisschen Schweinchen in der Mitte quasi mit dem spielen. Kurz bevor er beim Tank steht, spottet ihr, dann läuft er zu euch rüber. Und kurz bevor er bei euch ist, spottet der Tank wieder zurück. Ja, da musste keiner laufen und alle sind glücklich. Nicht so notwendig, aber zumindest eine Möglichkeit, das einzusetzen. Gut. Als vorletztes, bevor wir fertig sind mit allen Fähigkeiten, Handauflegung. Da gibt es nicht viel zu sagen. Notfallheilung, immer schön drücken. Ähnlich wie mit der Bubble, drückt das nicht so wenig. Drückt es einfach mal, rettet euch den Arsch. Es heilt halt. Punkt. So. Die letzte Möglichkeit, die man noch nennen könnte, und auch das muss ich immer wieder anfangen, ist echte Utility, ist Absolution und Erlösung. Wichtig zu sagen, Absolution geht durch Wände, geht nach unten, geht nach oben. Super stark, toll zum Skippen. Aber, das ist ganz wichtig, sobald ein Teil eurer Gruppe im Kampf ist, bricht das sofort ab. Und es ist egal, ob ihr 50 Meter weit weg steht, es wird abbrechen. Das tut Erlösung nicht. Ihr seid keine Nachtelfe, ihr könnt keine Nachtelfe spielen als Paladin, sonst wäre es nochmal wichtiger für euch. Aber es gibt Trashpacks, die von den Fähigkeiten so funktionieren, bei denen ihr Erlösung drücken könnt, obwohl der Rest eurer Gruppe schon im Kampf ist. Das heißt, ihr seid eine Gruppe aus 5 Leuten, ne? Kurzes Gedankenexperiment. Und 3 von euch leben. Ihr lebt. Und einer ist tot. Jetzt könnte man warten, bis ihr den gerettet habt und ihr lauft in die nächste Endgruppe. Oder in manchen Endgruppen geht es auch einfach. Die 3, die noch leben, greifen an, kämpfen schon mal mit dem. Die brauchen eure Heilung gerade eh nicht. Und ihr alleine retzt. Und dieser Retz wird durchgehen, obwohl die schon im Kampf sind. Das funktioniert nicht bei jeder App-Gruppe, aber es funktioniert mit einigen. Muss man ein bisschen auswendig lernen, funktioniert aber oft ganz gut. Ja? Hat mir zum Beispiel, stand heute vor 2 Stunden in einem Schreinkey sehr viel gebracht. Da konnte ich jemanden einmal aufheben, der quasi den Elementarskip verhauen hat. Der Rest der Gruppe war schon mit der Patrouille im Kampf, hat die von mir quasi weggezogen. Ich war nicht im Kampf, stand da alleine, konnte ihn eben aufheben, weil er auch noch so schön lag, dass ich ihn im Sichtfeld hatte. Da natürlich wichtig, für Erlösung braucht ihr jemanden im Sichtfeld. Gut. Soweit war es mit dem Paladin. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielleicht konnte ich euch irgendwas beibringen, das ihr noch nicht wusstet, wenn ihr hier schon ein bisschen erfahrener seid. Wenn ihr den ganzen Paladin neu ausprobiert, hoffe ich, dass euch das Ganze helfen kann. Sonst guckt das Ganze vielleicht auch ein paar Mal mehr an. Und ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Ich hoffe, ich war nicht zu langsam. Ich hoffe, ich hatte schon gesagt, dass ich nichts vergessen habe. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen zu sagen, dass ich nichts vergessen habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Schreibt mir, was ich vergessen habe. Und man hört sich. Bis bald.